wife and the house babies. So halt die Schienen an die Seite und swing it, scream it, ohne Ende. Was habe ich für euch heute? Well, mein klasse Ex. Das ist sowieso. Heute ist die Hype Tropic und Kadab zu Gast. Und später ein Interview und natürlich live on stage. Und wir haben noch jede Menge super klasse Videos. Okay, aber wir fangen an mit einem Mann, der jeden Samstag hier Resident DJ ist, Thomas Kokula. Thomas hat schon Hits geschafft mit I Love You Stop, mit The Beat Goes. Dieser Mann ist einfach nicht wegzuschlagen aus dem Chart. Mit seiner dritten Single ist er einfach von 0 auf 38 schütz, gegangen. Jeder muss von 100 anfangen, ne? Nein, er fängt an irgendwo in die Mitte. Das ist unglaublich, ne? Aber in jedem Fall, Thomas Kokula, es ist dir gegönnt von Club Rotation, Daisy D, Straight from the Heart. Und wir spielen heute auch ein Video davon. Und die heißt Lift Me Up. Hier ist so alt, Red Bar. Check it out. Lift me up.
Brockhaus. Freitags, 22 Uhr. Bei Viva. Wir wünschen uns Depeche Mode mit Barrel of a Gun. Die neue Viva Interaktiv 2. Eure Wunsch-Hit-CD. Bellini, Samba de Janeiro. Lasst euch nicht bescheißen. Hier ist das Original. Bellini, Samba de Janeiro. Den Regeln. Also ich wünsche mir Two Front von MR. Ich wünsche mir die süßen Backstreet Boys mit Anywhere for You. Eure meistgewünschten Pop, Rock und Dance Superhits. Die neue Viva Interaktiv 2. Eure Wunsch-Hit-CD. Mit 3D-Cover. Das ist Drive. Der Hauch der Freiheit. Die 60 besten, stärksten Easy Drive Tracks in einem 4-CD-Set. Darauf fährt man ab. Mit Klassikern wie Eric Clapton, John Evangelis, Fleetwood Mac, den Christians und Chris de Burgh. Lockere Befreiung von schleppendem Verkehr. Aber das gibt's in keinem Geschäft, sondern nur auf telefonische Bestellung. Greifen Sie zu, rufen Sie an. Inside, wir verstehen was von guter Musik. Sieht gut aus für den Abend. Dieser Lippenstift, passt der überhaupt zu mir? Die Haare, die liegen noch nicht richtig. Bin ich eigentlich schön? Aber ich komme doch gut an. Aber sicher.
and gentlemen, wir sind hier bei unserer Blitz-Interview-Collaboration mit Hypertrophy. Einer von den coolsten Namen, was ich in die ganze lange Zeit gehört habe. Ich muss euch sagen, die Name ist gut gefunden. Ich will euch natürlich erst vorstellen an Steve. Dankeschön. Und willst du bitte deinen Namen sagen, liebe Dame? Mayra. Und ich bin der Toka, hallo. Okay, so Hypertrophy ist in the house. Yes. Wie seid ihr auf diesen Namen gekommen? Das muss die Mayra fragen. Ja? Mayra? Das ist eine Krankheit von Steves Seite aus gewesen. Das ist eine Verengung am Penis. Ich glaube, den Rest erzählst du. Das ist eine Krankheit gewesen, aber nicht von meinem Penis, weil meine Penis ist sauber. Alles klar. Aber das war eine sehr gute Idee gehabt. Eine Idee, die wir gehabt haben mit den Mayra und ich zusammen. Und wir haben gedacht, wir sind die Trophäe des Jahres, also nennen wir das Hypertrophy. Hypertrophy. Guter Name, es ist leider eine Krankheit oder vielleicht gut, ich weiß es nicht. Aber in jedem Fall, du bist der Produzent von diesem Zusammenhang, ne? Ja. Ist das dein erstes Projekt oder hast du schon vorher schon was gemacht? Nein, ich habe vorher mit meinem Partner, das ist der Stefan Heinemann, wir haben schon mehrere Projekte gemacht. Aha. Mit den beiden Verrückten zusammen ist jetzt mein erstes Projekt. Und es läuft ja sehr gut, ich bin sehr zufrieden. Ja, ich meine, viele haben große Expectations, jetzt seid ihr in die Dance Charts reingerollt, super. Ah, Platz 9 momentan. Super, echt, ne? Und das geht wieder weiter nach oben. Ihr seid natürlich auch nicht für nichts hier bei Club Rotation, wir probieren auch zu helfen. Und ja, jetzt, wie ist das Gefühl, jetzt in die Charts zu stehen, mit ja, so erfolgreich zu sein? Ich meine, das ist erfolgreich, Dance Charts. Wie fühlt das? Ich muss sagen, das ist ein sehr großes Gefühl, weil ich habe bis jetzt nur Choreografies gemacht, ich bin ziemlich viel aufgetreten, ich bin mit dir damals, ja, richtig Spaß gehabt. Und jetzt auf der Bühne zu stehen mit Mayra, es ist ein sehr gutes Gefühl, die Leute anzufeuern, man hat echt ein gutes Gefühl, muss ich das sagen. Das ist viel Niederlagen, ne? Oh. Aber man lernt nur vom Fehler. Okay, und jetzt natürlich Single Promoter. In wie vielen Ländern ist diese Single schon aus und wie sind die Reaktionen? Also wir sind sehr zufrieden, weil wir haben jetzt, also England ist fest und Frankreich, Spanien, Schweden, also im Prinzip fast ganz Europa. In England wird jetzt auch ein Video gedreht und ja, wir wollen mal hoffen, dass das richtig funktioniert. Wann wird das Video gedreht? Anfang Mai jetzt. Also und wir ihr seid auch zu sehen im Video? Ja, wir drei sind auch im Video, genau. Ja, aber logisch. Okay, super. Super Dance-Choreografie. Von Steven von Wilson. Von Steven Wilson. Okay, jetzt gebe ich dir noch ein Video, das war's. Say bye. Free.
your mind be free. Just come back to me.
ist eine super Diskothek und die heißt Neuschwanstein. Und in dieser Diskothek arbeitet auch eine super DJ und er heißt Merlin, okay? Merlin hat seine eigene Platte produziert und Remix lassen von One and Only Eric E. aus Holland. Das kann falsch gehen, nichts eigentlich. Es kann einfach nur besser gehen, okay? Hier für euch haben wir natürlich auch das Video dazu und hier ist man. Merlin Six Wicked Games, okay? Check this video out. This is what I like to hear. Muss man sich nicht entscheiden. Calvin Rotain, Back Again und Theme from Magnum. Zwei Hits auf einer CD. Impulse ID. Viva Dance. Die CD mit den besten Hits. Schaut in die Kugel und ihr werdet sehen. 40 Chartkracher inklusive dem magischen Orakelspiel. Viva Dance, die Doppel-CD der Zukunft.
Der einzige Gastgeber im deutschen Fernsehen, der seinen Gästen wirklich gibt. Ein Bonbon? Super, Alter. Und schon ins Becken gepisst? Bum. Verstehen Sie Spaß? Das ist schön, das macht mich geil. Ich lutsche es auch an. Viva Vision. Zicke, zacke. Aufräumen heißt schon können. Man kann aber auch das Maul zu weit aufmachen. Dumm, dumm, dumm. Stefan Raab. Einmal erst, einmal kurz. Stell das nicht wieder so doof hin. Music, that's what I'm living for. Vivasion, heute um 20 Uhr bei Viva. Dumm. Hola, chicos y chicas. My name is Daisy. Y aquí está Kadok. Hola. Hey. Hi. Okay, heute haben wir etwas ganz kompliziert, weil ich komme aus Holland und ich spreche Englisch mit ihm. Er kommt aus Spanien, aus Madrid und die alle auch. Und heute haben wir ein Blitzinterview mit drei Sprachen, okay? Here we go. Wir fangen an. Kadok kennen wir natürlich alle von Night Train, dieser riesige Hit. Das musst du kennen, Mensch, wenn du von Dance, when you like Dance Music, kennst du auch Kadok mit der Night Train. Das ist kein Problem. Aber wir haben noch nie Gesichter hinter diesem Projekt gesehen. Erstmal wissen, wie diese schönen Leute aus Madrid sind. Hi und welcome. Hi und welcome. Hi. Can you please tell us your names? Okay, I'm David. You are Lee. Juan Carlos. I'm Azul. So, Kadok. Yeah, we are. Wie gesagt, ne, im Video immer diese Zug, wie sind die zusammengekommen? How did you get to know each other to become Kadok? Because we only know the video with the train. Huh? What happened? Tell us. Ja, in unserem ersten Video sind wir leider nicht zu sehen. Das war alles ein Problem der Zeit. Der Song kam raus und ging so schnell an die Spitze der Charts, dass wir nicht alle sofort für ein Video zusammenbekommen haben. Aber im nächsten Video sind wir alle zu sehen. Was a problem of time. This was the reason. This was the reason that we don't appear in the first video, but we will appear in the next. Yes. Yeah. Next video, Kadok. Yeah. Na, die nächste Video sind die zu sehen. Erste Video hat nicht geklappt, aber mach nichts. Nächste Video. Natürlich, ich meine, so viele Leute zusammen. Ich habe schon Probleme, alleine mit mir zusammen zu sein jeden Tag. Ich meine, wie läuft das? Wie läuft das mit Kadok? Ich meine, ist das ein Problem oder nicht? I was asking myself, right? Is it a problem to be with so many people in a group? Because, you know, like, I have problems every morning with me. Like, oh, good morning. Oh, God. No. But four people every day together. How does that function in your case? Yeah, well, wir kommen wirklich toll miteinander klar. Wir haben gemeinsam eine Menge Spaß und arbeiten echt gerne zusammen. You love each other. No, yeah, we have no problem. Es macht auch wirklich Spaß, zusammen zu reisen, denn in erster Linie sind wir Freunde und danach kommt erst die Arbeit. Yes. So, you produce this group also? Yeah. Yep. You produziert alles selber? Are you doing it alone, alleine oder nicht? Sorry? Are you producing alone or with more people? No, we produce. Nein, wir produzieren alles zusammen. Molly und ich sind die Produzenten. Ali ist Tänzer und Azul singt und tanzt. He's the singer, the dancer and singer. Okay, listen. Yes. So, how did you meet each other? Elkanda kennengelernt. Wir haben die. Hallo, hallo. Wo? Yeah. I met Molly. Ich habe Molly vor 5 Jahren getroffen. Damals haben wir ein paar Dance-Tracks unter anderem Namen gemacht und versucht, ein eigenes Label aufzubauen. Vor 3 Jahren haben wir dann Azul und Ali kennengelernt und mit ihnen den ersten Track You Got to Be There produziert. Danach kam dann The Night Train und die neue Single Rock the Bells, die wir hier in Deutschland aufgenommen haben. And released the first track, who was You Got to Be There, and then The Night Train, and now Rock the Bells, who is recorded here in Germany. Rock the Bell, the new CD. Yeah. Okay, thank you very much. It's in the shops. It's in the shops. Gracias, gracias. Yeah, show it. Yeah, yeah. See, vámonos, sí. Okay, it's in the shops. And now we go to a video. Bye. Bye. Follow me.
gibt auch wieder. Na, so ist das. Ich habe zum Beispiel so viele intelligente, supersonische, geile, super, ich weiß nicht mehr, was ich sagen muss, einfach super, super Dinger von euch kriegen. Wie zum Beispiel eine Frage von einer ganz normalen Person aus Essen. Der Name ist Andreas. Andreas hat gefragt, okay, Daisy, ich habe einen Song gehört in einer Sendung von 4 Wochen bei Club Rotation. Und ich frage mich mal ab, von wem dieser Song ist. Well, Andreas, Song. Der Song ist nämlich von Deep Zone und der heißt It's Gonna Be Alright. Es geht doch Gonna Be Alright. Genau. Das ist ein Song, was man, Entschuldigung, überall kaufen kann in der Lade. Auf CD, auf Vinyl, egal. Hier zu kriegen, okay? So, jetzt weißt du es. Es heißt auch Deep Zone. So, Andreas, that one is for you. Ich habe hier zum Beispiel auch einen Brief, eine Karte, nicht die Maus, gekriegt. Und diese Karte ist von einer Person, die wünscht sich, die ist ein Pro. Und sie heißt, das sage ich euch sofort, Michaela aus der Slowakei. Und Michaela hat ganz viele schöne Dinge geschrieben, die Sendung sind und so weiter, eure Meinung ist natürlich sehr, 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 sehr important. Ja? Und ich bin natürlich DJ The Pro und habe gar no time für dich. Ich habe ganz viele Post gekriegt über ohne Worte, The Prodigy. Ich habe hier eine Liste schon, ich habe schon mal aufgeschrieben, weil es so viele gibt. Zum Beispiel von Beatrix, Lukas, Afra, Bosca, Oki, für Valentina. Für so viele Leute, die wünschen sich alle The Prodigy. Ich zeige euch mal ein paar Briefe, was ich so gekriegt habe. Hier, diese ist zum Beispiel von Bosnien. Die wünscht sich ein Video von Annie. Das kriegt sie auch, okay? The Prodigy for you. Und hier und da, ich meine überall, ist einfach unglaublich. Ich habe hier Baby B. Guck mal hier. Ey, Baby B. Sister B. Dankeschön für deinen Brief. Das ist super. Ich sag einfach danke. Ich meine, mehr kann ich nicht sagen. Ich lese alle eure Briefe, wenn ihr Fragen haben, Fragen, egal was. Ich tue natürlich mein Bestes für euch. Das ist kein Problem. Aber als Erste kriegen wir natürlich DJ The Pro und I got no time. Und als Zweite The Prodigy for me and all of you.
frustrated. I'm a fire starter, twisted fire starter. You're a fire starter, twisted fire starter. I'm a fire starter, twisted fire starter. You hated, filth infatuated. Yeah. On the plate you're tasting, belly intoxicated. I'm a fire starter, twisted fire starter. You're the fire starter, twisted fire starter. Klare Wellen, glühende Sonne, Vollgas, du fliegst davon. Lass die Gegner hinter dir. Höher, weiter, endlich frei. Magic Moves, Super Turns, Runde für Runde, den Sieg vor Augen. Rasendes Rennen, brodelnde See. Wave Race 64, exklusiv für Nintendo 64.
Es gibt Dinge im Leben, da muss man sich nicht entscheiden. Carol Rotain, Back Again und Theme from Magnum. Zwei Hits auf einer CD. Nintendo 64, das totale 3D-Erlebnis mit 64-Bit-Power. Jetzt überall für sensationelle 299 Mark. Nintendo 64, doppelt so viel Bit, doppelt so viel Spaß. Für eingefleischte Industrial-Fans sind sie die deutsche Kultband, die Krupps. Ich denke mir, dass das, was wir spielen, wirklich eine Fusion ist aus Metal und Maschinenmusik. Ihre aktuelle Single Fire macht Industrial salonfähig. Jam mit den Krupps. Sonntag 17 und 23 Uhr bei Viva. Okay, nächste Woche haben wir hier zu Gast Jimmy Tenor. Das ist sowas klasse. Und natürlich Brooklyn Bounce, die zweite Mal hier bei uns zu Gast. Und das wird für die zweite Mal wieder super sonig sein. Okay, ich habe noch einen Wunsch an euch. Und das ist langsam fahren, nicht zu viel trinken, keine Droge, einfach langsam machen und Party machen. Okay, versprecht mir das. Alles klar, ein dickes Kuss und ich habe noch ein Video und die ist von Brooklyn Bounce. Mit Get Ready to Bounce. Nee, der Alligator geht zu Stark, weil er da. Are the sounds of Brooklyn Bounce. Get ready to bounce.